Ja, so Gerd, hallo Ole. Hallo aus dem Westen, ne? So, pass auf, ich komme ja immer ein bisschen später. Habe jetzt gerade eben die Bauarbeiter verabschiedet. Ich war jetzt auch nur, bin jetzt seit einer knappen halben Stunde bin ich hier. Die Jungs sind schon weg. Ich habe jetzt auch alles nochmal nachgewässert. Viel getan hat sich jetzt heute nicht so arg, aber ich glaube, die meiste Zeit hat das auch aufgenommen, um die ganzen Steine zu setzen, das alles ordentlich auszumessen. Da haben die ja schon wieder richtig reingelangt. Man hat auch wieder weiter an der, man hat auch weiter an der Steinmauer hinten gearbeitet. Da gehe ich gleich nochmal hin mit dir. Ordentlich, wie gesagt, ich habe das jetzt gerade alles nochmal hier durchgewässert. Und genau, das hier, jetzt kann man da mal die Dimensionen sehen. Ich glaube, ich fange einfach mal im Wohnzimmer an. Also hier Wohnzimmer ist ja mit der Stufe hier runter, die 30 cm, die hier runtergehen. Wohnzimmer. Jetzt steht man im Prinzip steht man jetzt im Esszimmer drin. Jetzt geht es in die Küche. Hier siehst du die Ummaße von der Küche. Ne? Und das jetzt ganz besonders für Beate. Ne? Wenn du uns mal Spätzle kochst, da hast du diese Sicht. Ne? Ne? Da muss ich jetzt mal ein bisschen nach oben gehen. Jetzt hast du natürlich die Baustelle hier da vorne. Das ist die Sicht beim Spätzle kochen. Ne? Und genau, warte mal, jetzt geht es hier wieder heraus. Jetzt gehen wir hier um die Ecke. Das ist jetzt der Eingangsbereich. Also hier ist die Eingangstür. Das hier ist nur, das gehört jetzt im Prinzip noch zur Platte dazu, aber nicht mehr direkt zum Haus. Ne? Natürlich zum Haus, aber jetzt nicht mehr das Haus selber. Wie gesagt, das hier ist jetzt der Eingangsbereich. Das hier wird ja überdacht. So, Gästeklo. Ne, hier hinten, da kommt die Toilette hin. Klein, völlig ausreichend. Mehr braucht kein Mensch beim Geschäftle erledigen. So, jetzt gehen wir weiter. Nächste Tür hinein. Ne, ist natürlich noch keine da. So, das ist jetzt das Büro, ne, was dann später vielleicht auch als, noch als Zimmer oder so umgebaut werden kann. Das ist das Büro. Hier geht es dann weiter hinaus Richtung Garten, dann Richtung diesem kleinen Atrium. Ne? Hier kommt ja der Wassertank rein. Ich hoffe, du kannst noch folgen. Wir sind jetzt, gehen wir gerade in diesem Augenblick in die Lavanderia. Also Waschmaschine wird jetzt, wird glaube ich hier stehen. Der Ablauf ist da. Genau, also wie jetzt der Wassertank, glaube ich, hier hinten in die Ecke. Und jetzt habe ich da vorhin mit dem Rui gesprochen und da werden wir das nochmal mit dem Dirk auch aussprechen. Ne? Das hier soll als Wand hochgezogen werden. Hier kommt die Treppe nach oben. Ja, von außen. Also ich gehe nochmal auf die Treppe. Die Treppe würde hier losgehen und dann in den oberen Stock gehen. Aber da mal überlegt man diese Wand, wenn es irgendwie statisch funktioniert, muss man mit dem Dirk mal absprechen. Der Rui, der hat auch gesagt, die kann eigentlich weg, weil dann hat man noch mehr Platz. Man kann ja immer noch irgendwas unter die Treppe stellen. Finde ich gar keine schlechte Idee. Ne? Hier geht es jetzt durch. Jetzt kann ich ja hier schon richtig durch die Eingangstür gehen. Ne? Gehe ich jetzt, jetzt stehe ich in der Garage drin. Hier den ganzen Blocksteine angeliefert, die habe ich eben alle durchgewässert, damit die ein bisschen madrugada sind, also noch ein bisschen besser zu legen sind. Ne? Das ist die Garage. Und jetzt muss ich selber überlegen. Ah, das ist die Werkstatt, natürlich, das ist die Werkstatt von Marion hier. Jetzt stehen wir in der Werkstatt von Marion. Ne? Hier kommt dann der Ofen hin, was wir dann besprochen haben. Hier dann der Auslauf, der, wie heißt es, der Abzug. Ne? Und das ist nur die untere Etage. Das ist schon ein ganz schön großes Ding, ist das, ne? Und das ist jetzt im Prinzip, jetzt kann man die Dimensionen, glaube ich, sehen, wie groß das tatsächlich ist. Ich weiß nicht, von der oberen Aufnahme. Ich glaube, da müssen morgen bin ich auch relativ bald hoffentlich da. Am Mittwoch habe ich einen freien Tag. Da habe ich schon den Jungs angedroht. Da gehe ich hier Steine klopfen und mithelfen beim Mauern. Und dann kann ich natürlich auch wesentlich mehr noch filmen. Und guck mal, jetzt ist diese Ecke ist jetzt dazu gekommen heute. Die hat er heute gemacht. Ich bin ja total vernarrt in diese Wand. Ne, das ist jetzt praktisch hier, geht die Treppe jetzt hoch in den ersten Stock dann. Ne, da siehst du ja schon die Abstufungen. Ne, das ist jetzt dahinter. Das sieht man natürlich dann nicht mehr. Das ist jetzt heute dazu gekommen. Ne, wenn du dir das überlegst, dass jeder einzelne Stein, jeder einzelne hier von Hand gepockelt wurde. Also das ist echt der Hammer, ist das, ne? Genau, so sieht es aus. Nicht viel Neues, aber dafür sehr viel Interessantes, glaube ich. Morgen gibt es das nächste Video. Mittwoch ist freier Tag. Donnerstag kann ich auch hier sein. Da kommt erst abends meine Gruppe. Dann bin ich auch erstmal wieder weg, dummerweise. Aber anyhow, so ist es nun mal. Hoffe, es hat gefallen. Ne? Beate, willst du noch mal die Spätzlesicht sehen? Warte, ich gehe noch mal zum Spätzlesicht hin. Ne? So, das ist die Spätzlesicht. Ja, dann sieht das dann so aus, ne? Okay, der kommt natürlich auch noch weg. Ne? Das ist die Sicht beim
Spätzleschaube. Okay, ihr beiden, bis morgen. Tschüss.